Vama Trikonasana ist die linke Dreieckshaltung. Rafaela zeigt zwei Variationen. Vorausschauend will ich sagen, dass in alten Texten Trikonasana etwas anderes, als wir es heute verstehen. Und das wirst du spätestens sehen, wenn jetzt Vama Trikonasana beschrieben wird, wie es eben Garode in seinem Text Encyclopedia of Traditional Asanas beschreibt. Setze dich auf deinen Hintern, wo auch sonst hin. Aber man kann sich auf Verschiedenes hinsetzen im Hatha-Yoga. Aber jetzt gib die Fußsohlen auf den Boden und halte die Knie dabei oben. Jetzt lege den linken Ellbogen auf das linke Knie und platziere die Schläfe auf die linke Hand. Garode schreibt die Schläfe hier, sonst sagt auch die Wange oder das Kinn. Und so bist du in Vama Trikonasana, die linke Knie, linke Oberarme, all das bildet ein Dreieck und auch mit dem Kopf gibt es ein Dreieck, Unterarm, Oberarm und Kopf. Heutzutage verstehen wir unter Trikonasana eine Stehhaltung. Rafaela zeigt, wie diese geht und die kennst du ja vermutlich. Die Beine etwa 1 Meter bis 1,20 Meter weit auseinander. Vama Trikonasana ist dann das Dreieck über das linke Bein. Du hebst also den rechten Arm hoch, lallst den Arm am Ohr und beugst dich nach links in die linke Hand, geht dabei die Wade, das Bein entlang hinunter. Manche werden sich abstützen auf Knie oder Wade und andere lassen die Schwerkraft sie ganz tief hinunterziehen. Wenn es dir gefallen hat, klick schnell auf Daumen hoch, gefällt mir oder teile die Sendung mit anderen und ansonsten schreibe auch Kommentare. Rafaela geht gerade noch in Dakshina Trikonasana als Gegenstellung, aber zum Abschluss noch mal in Vama Trikonasana, eben zum Abschluss des Videos noch mal die Stellung im Stehen.